Hi, mein Name ist Timo Ingenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Hamburger Coca-Cola Warm-Ups. Auf geht's! Zwei Episoden des Hamburger Coca-Cola Warm-Ups haben wir jetzt hinter uns gelassen. In der ersten Episode ging es ja erstmal darum, die Rhythmen Hamburger und Coca-Cola kennenzulernen, immer rechts, links abwechselnd gespielt. Und in der zweiten Ausgabe ging es darum, diese Sequenzen mit Hamburgern und Coca-Cola zu erweitern, das heißt längere Sequenzen zu machen. Wer Bock hat, oder ich empfehle es natürlich ausdrücklich, schaut euch nochmal die Episoden 1 und 2 an. Hier in der Infokarte findet ihr den Link dazu. Heute gehen wir wieder einen Schritt zurück, das heißt, unsere Sequenzen werden wieder heute kürzer. Dafür ändern wir aber das Sticking ab. Bis jetzt war es ja, wie gesagt, immer rechts, links abwechselnd gespielt. Und heute legen wir für den Hamburger und für die Coca-Cola jeweils ein bestimmtes Sticking fest. Ein Sticking ist nichts anderes als ein Handsatz. Das heißt, rechts, links ist auch ein Sticking. Rechts, links, rechts wäre ein Sticking. Links, rechts, links, rechts, links wäre ein Sticking. Und ein Sticking wiederholt sich dann immer mehrere Male hintereinander. Also, kurz noch zur Wiederholung. Hamburger sind drei Silben und die wiederhole ich immer hintereinander. Hamburger, 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 Hamburger. Und das Sticking sieht jetzt Folgendes vor, dass drei Silben sind. Nämlich natürlich ein Dreier-Sticking. Und dieses Dreier-Sticking ist nichts anderes als rechts, links, links. Bedeutet, wenn ich das jetzt nur auf einer Snare mache und ich spreche immer Hamburger dazu, mache ich also Folgendes. Ich mache einmal Hamburger vorweg. Hamburger, 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 Hamburger. Aber ich möchte es halt so bisschen melodisch interessanter halten, deswegen nehme ich die erste Silbe, das Ham, wieder mit meiner rechten Hand dann auf Tom 3. Das ergibt dann, dass ich die erste Silbe sowieso mit rechts mache und Burger mit der linken Hand dann auf der Snare. Wäre dann Folgendes, ein Hamburger vorweg, Hamburger, 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 Hamburger. Machen wir das doch einfach mal zur Übung mehrere Male hintereinander. Ich mache wieder ein Metronom dazu an. Denkt daran, jedes Klicken des Metronoms ist eine Silbe unseres Wortes Hamburger. Ich zähle mal zwei Hamburger vorweg. Hamburger, Hamburger. Das geht so ein bisschen in so ein Walzer-Feeling rein. Eins, so, drei, weil klar, weil Hamburger ja drei Silben ist. Und wie ihr auch gesehen habt, vom Spielen her habe ich das Tom 3, also die rechte Hand, ein bisschen betonter gespielt, ein bisschen lauter gemacht als das, was ich auf der Snare dran mache, weil das in meinen Ohren einfach besser klingt. Das könnt ihr auch natürlich gerne probieren. Macht die linke Hand leiser. Beziehungsweise, jetzt tauschen wir das mal. Das heißt, die erste Silbe kommt jetzt mit der linken Hand, auch nicht auf Tom 3, sondern auf meinen Tom 1. Und Burger, also die zweite und dritte Silbe, kommt dann mit der rechten Hand auf der Snare. Es ist das gleiche Spiel, nur dass ich eben mit links beginne und dadurch meine erste Silbe mit links auf dem Tom 1 habe. Das wäre dann folgendermaßen. Hamburger, 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 Hamburger. Auch mal mit dem Metronom zusammen. Hamburger, Hamburger. Das war also das Sticking für den Hamburger. Wenn wir mit rechts beginnen, rechts, links, links. Wenn wir den Hamburger mit links beginnen, links, rechts, rechts. Kommen wir nun zu dem Sticking der Coca-Cola. Da habe ich mir vorhin gesagt, es sind ja vier Silben, also brauche ich irgendwie auch ein Sticking, das aus vier Silben besteht.
Und da habe ich mir vorgenommen, rechts, links, rechts, rechts zu machen. Also rechts, links, rechts, rechts. Oder wir können natürlich auch mit links, rechts, links, links das machen. Wenn wir dann wieder die erste Silbe, also die Ko, auf ein Tom legen, mit rechts beginnt, hätten wir also Coca-Cola. Nochmal mit rechts beginnend. Coca-Cola. Ich spreche mal die Sticking mit. Rechts, links, rechts, rechts. Oder wir können es mit links beginnen auf Tom 1. Dann hätte ich also folgendes. Coca-Cola. Coca-Cola. Oder ich spreche mal das Sticking mit. Links, rechts, links, links. Das wären die Stickings, die ich mir jetzt hier vorgestellt habe. Also mit rechts beginnend. Rechts, links, rechts, rechts. Erste Silbe eben auf Tom 3. Links, rechts, links, links. Erste Silbe eben auf Tom 1. Und wenn man das mal kombiniert, wechselt das immer hin und her. Das heißt, wir haben mit rechts beginnend. Rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, links. Das wäre natürlich nicht das Hamburger-Coca-Cola-Warm-Up, wenn wir das nicht miteinander verbinden würden. Also die Hamburger und die Coca-Cola. Und wir machen das mal in kurzen Sequenzen wie in Episode 1 des Hamburger-Coca-Cola-Warm-Ups. Und zwar machen wir immer zwei Hamburger, eine Coca-Cola. Vom Sticking her bleiben wir, wie wir es eben besprochen haben. Wenn ich mit rechts beginne, habe ich rechts, links, links für den Hamburger und rechts, links, rechts, rechts für die Coca-Cola. Wenn ich das jetzt hintereinander mache, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, dann ergibt sich eben, dass mein Sticking sich wechselt, beziehungsweise die Führungshand wechselt bei dem zweiten Durchgang. Bei dem ersten Hamburger vom zweiten Durchgang bin ich nämlich dann mit links führend. Okay, ich mache es einmal ganz langsam vor. Wir fangen mit rechts an. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola, Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Das wäre es dann eigentlich schon. Ich mache das Metronom mal dazu an. Und versucht doch einfach schon mal mitzuspielen. Ich spreche euch einmal die Sequenz vor. Hamburger, Hamburger, Coca-Cola. Das war es ja schon, die Aufwärmübung für diese Woche. Wir nehmen zweimal Hamburger, einmal Coca-Cola und hauen das Sticking eben raus, wie gerade besprochen. Und das reicht auch, das ist schon schwierig genug. Es soll ja nur eine Aufwärmübung sein. Wer möchte, der kann es natürlich langsamer machen. Wer möchte, der kann es natürlich auch schneller machen. Bitte immer im Rahmen eurer Möglichkeiten spielen. Und das macht Bock und Laune und es ist relativ easy, finde ich, nachzuvollziehen, wenn man das vor allem laut mitspricht. Das heißt, immer schön laut Hamburger, Hamburger, Coca-Cola mitsprechen. Und meine Empfehlung natürlich, benutzt auch das Metronom dazu. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, habt einen guten Start in die Woche oder durchlebt eine gute Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Aufwärmübung oder bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Timo. Ciao.